Also ja, das ist eine Sache. Die Schusscharte hatten wir schon gebaut. Wollten wir eigentlich noch aufstellen? Da. Schusscharte. Gucken wir mal, wie die aussieht. Oh. Ach nö. Warum sind die immer so unterproportioniert? Das ist ein Schussschärtchen, keine Schussscharte. Ja. Sehr gut. Könnte daran vorbeigehen? Ich denke nicht. Also wir könnten das hier so reinsetzen. Und dann können sie da runterschießen, gegen die Wand die Pfeile donnern, dass sie hier stecken bleiben. Nee, ich weiß nicht. Aber wir könnten die Turmspitze auf die Schussscharte setzen. Dann haben wir einen Megaturm. Du weg. Du weg. Meh. Ach komm, ihr da oben. Wir können bestimmt irgendwann wieder Wolle gebrauchen. Bringt einfach alles hier oben um. Meh. Hunger. So. Portal habt ihr. Mehr Zwerge, mehr töten. Meh, meh. Schön viel Holz hier hinten. Flup, 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 flup. Ah, Käfer. Flucht, Flucht. Und der kriegt hier auch ein längeres Portal, weil er die ganzen Ressourcen hier einsammelt. Dauert eine Weile. Nunga, Nunga. Das weg, das weg. Es gab mal ein altes Amiga-Spiel, da hat man einen Neandertaler gespielt, wo man Essen sammeln musste. Für seine Familie. Die haben im Hintergrund immer Hunger, Hunger geschrien. Das erinnert mich jedes Mal daran, wenn die Leute ihren Kampfschrei hier machen. Sachen gibt's. So, du, weg. Weg, weg, weg. Wir brauchen unbedingt, unbedingt mehr Zwerge. Ich komme allein mit dem Schnee wegschippen, bin ich 50% der Zeit beschäftigt. Ach was, 2-3 Dutzend mehr Zwerge. Wow, Goblins. Okay. Tickbaum. Wir können ja mal ganz gemein sein. Gucken, was passiert. Die sind ja nicht immer aggressiv. Okay. Okay. Hol gleich 2-3 davon. Und dann verminen wir einfach die Goblins und warten, bis sie sich bewegen. Kling, kling. Die wundern sich, was da für funkelnde Sachen im Gras liegen und schnapp. Ja, komm. Da musst du hintreten, da wo die Wurzeln sind. Komm schon. Starren sich an. Nö, die kommen da nicht hin. Hm. Ah. Weg mit euch. Weg mit euch, weg mit dir, weg mit der doofen Schießscharte. Denn man kann da nicht... Oh! Oh, 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 ich hab nichts gesagt. Man kann da doch durchgehen. Das macht das Ganze sehr gemein. Außer die Gegner können auch durchgehen. Sonst könnten wir einfach den ganzen Weg hier als Schießscharte machen. Über, oben drüber, überall Mauern. Und dann kommen die Gegner nicht durch. Und wir können immer schießen, schießen, schießen. Und uns dann immer Feld für Feld zurückziehen. Ah, das wäre schon exploiten, oder? Hm. Muss man mal testen. Wir stellen das Ding einfach nochmal auf und gucken, wie sich Gegner verhalten, wenn sie da in die Nähe kommen. Schon irgendein Opfer bei den Fallschnappdingern? Nö. Oh, noch ein Vorteil der Fallschnappdinger. Ich denke mal, da wird kein Schnee drauf landen können, weil ja ein Gegenstand auf dem Feld ist. Man sieht ihn nur nicht. Sieht man doch nicht, oder? Nö, ich sehe da nichts. Macht das Ganze auch ein wenig kompliziert. Ich kann eine Wand da hinsetzen. Ja, okay, dann machen wir einfach hier... Da, da, da und da auch welche davon hin. Und dann merken wir uns einfach, dass hier ist alles vermint. Und gucken, ob dann in den nächsten Folgen hier drauf irgendwo Schnee landet. So, du weg. Weg, weg. Portal für euch. Portal für euch. Portal hier. Oh, Portal da. Schwimmlernbuch direkt neben dem Meer. Ja. Lassen wir mal so im Raum stehen.
Die bringen unsere Hühnchen um. Und die Hühnchen droppen dann gar kein Zeug. Das finde ich nicht so schön. Haben wir irgendwelche neuen Waffen in Reichweite? Ja, den Langbogen. Eisenkäfig. Schloss. Eisen. Eisen wird langsam echt knapp. Wo ist der doofe Käfig? Da ist der Käfig. Also, Schloss. Eisen wird richtig, richtig knapp. Und wir haben nur noch 11 Gold. Wir können also nicht ewig das Zeug einfach aufkaufen. So, du... Da. Ich bin gespannt, was wir für einen Langbogen brauchen. Ich hoffe, kein Eisen. Aber ich sehe es schon kommen. Wir müssen eine Eisenexpedition wieder vorbereiten. Dazu gehen wir mal hier hin. So, pumpen wir gleich ein bisschen mehr rein. Entfernen das hier alles. So. Das da oben nehmen wir auch mit. Hast du den Spezialraum, oder? Oh, nochmal Eisen. So, jetzt kommt schon, Jungs. Ein bisschen mehr Zwerge können hier ruhig hin. Und da dürft ihr ruhig wieder zumachen. Da dürft ihr zumachen. Und hier dürft ihr ganz, ganz viel abbauen. Du sollst hacken, Zwerg. Du sollst keinen Weg überlegen, wie du dran vorbeikommst. Du sollst hacken. Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Hier ist ganz viel Holz, aber kein Zwerg. Hier sind die Goblins. Hier laufen Zwerge viel zu weit. Neues Portal. Ach, deswegen. Die sind alle hier beschäftigt und kamen nicht weg. Ja, und dann geht man durch das Portal. Und dann macht die bitte hier unten weiter. Ah, da kommt der Erste. Gut. Junge, mach einfach mal. Irgendwas ist mit der KI gerade ganz schön komisch. Also sie stellt sich immer wieder selbst in Frage, was kein gutes Zeichen ist bei einer KI. Laut Hämchen. Du hast was vor? Da hinten zu meinen, ha? Huh? Du weg. Ja, ganz viele Zwerge auf Irrwegen. Ah, da geht's los, okay. Tong, 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 tong. Gold ist immer gut, also Goldmünzen. Das wäre auch noch schick, wenn man Gold zu Goldmünzen verarbeiten könnte. Aber dann hätten wir wahrscheinlich am Ende kein Gold mehr für die High-End-Sachen. Wie viel Silber haben wir eigentlich? Nicht da. Da. 51 Silber. Du weg, du weg. Da hinten ist Kohle, aber das ist nicht so wirklich interessant. Das hier können wir nochmal auslöschen. Dafür nehme ich dich unter Kontrolle. Das klappt so nicht. So klappt das. Antamada. Genau, weg mit dir. Weg mit dir. Nicht, 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 nicht. Ich kann wieder keine Dinger hochklettern. Jetzt aber, okay. Du. Warum kannst du das da oben nicht abbauen? Na gut, Scaffolding. So, du weg. Zu. 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 So. Geht das? Ja. Doofer Pilz. Genau, weg da. Zu, 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 zu. Ich will keine doofen Höhlen hier wieder haben. Geh weg, Zwerg. Hast du absichtlich gemacht? Warum hat da gerade jemand geschrien? Vier Erfahrungspunkte, vier Erfahrungspunkte. Ha. Achso, das ist das Setzen, ne? Das Setzen von Dirt gibt vier Erfahrungspunkte jeweils. Also theoretisch können wir die ganze Zeit ersetzen, abbauen, ersetzen, abbauen, ersetzen, abbauen, aber das ist doch ein wenig langweilig. Und vier Erfahrungspunkte ist echt nicht viel.
Achso, ihr seid ja alle gefangen, ne? Macht mal. Befreien, Kontrolle übernehmen. Befreien, so. Macht hier mal das weg, das weg. Das alles weg. So, sehr gut. Du, Wedelzwerg, Kontrolle übernehmen. Zu. Schmeiß das ganze Grünzeug weg. Das brauchen wir nicht. Wir sind Zwerge, verdammt. Freien Kontrolle übernehmen. Freien Kontrolle übernehmen. Ich will doch nur raus. Aha. So, raus. Und da ein Portal. Raus. Alle Mann raus hier. Du sollst hier raus. Ich würde gerne meine eigenen Zwergen hauen können. Das ist so ein Feature aus Dungeon Master, was sie echt einfügen könnten. Dieses Schlapp-Schlapp und dann arbeiten die schneller oder machen das, was man will. Und auch das Gold aufheben, das fand ich so geil. Hab den halben Tag nur Gold aufgehoben fallen lassen. So, weg. So, das Ding müssen wir anderweitig mal zumachen. Befreien, raus hier. So, wir haben nur noch ein Dirt. Das ist nicht gut. Was sagt der Techbaum? Der Techbaum sagt, die Eisenkäfige müssten fertig sein. Wir können Eisenkäfige auf Stachelfallen setzen? Das klingt irgendwie garstig. Oder werden dadurch die anderen ersetzt? Nö. Sehr komisch. Das muss irgendwas verbuggen. Wenn eine... wie heißt das Ding? So eine Fußangel und ein Käfig vom selben Feld sind. Müssen wir testen. Okay, Techbomb. Angry Bird Käfig. Ganz viel Eisen. Bretter. So, ein Angry Bird. Was auch immer der macht. Flagge? Was macht die Flagge? Nix. Wenn sie nichts macht, kann man sie auch bauen. Du, Flagge. Dahin. Klappt das? Jo, klappt. Jetzt geht er weg. Ich will die Flagge sehen. Jetzt muss das Portal besser verschwinden. So, Angry Bird Käfig ist in Arbeit. Du bringst Harz nach Hause, was kein gutes Zeichen ist, weil du wahrscheinlich von ganz hier hinten kommst. Du kannst sterben, du kannst weg. Und warum wachst ihr auf Schnee? Ihr seid doofe Bäume. Kleiner Test, bisher kein Schnee auf den Stachelfallen und Käfigen. Und da... Und nur noch 11 Minuten bis zur nächsten Welle. So, weg. Weg. Angry Bird Käfig wird nicht mehr dran gearbeitet. Wurde aber auch nicht abgeliefert. Okay. Mag das jemand mal zu Ende machen, bitte? Finde das doch ein wenig verstörend. Du bist bestimmt derjenige, der daran arbeiten sollte. Genau du. Alle haben nichts zu tun. Ah, da ist er ja. Okay. Baut da den Käfig auf. Baut das da ab. Portal, bitteschön. So, mal gucken, was der macht. Käfig. Da. Ah, oh, er tuckert hin und her. Sehr sinnlos. Weg damit. Langbogen. Langbogen braucht ebenfalls ein rotes Banner und dafür brauchen wir ein rotes Wollknäuel. Ja. Und Bretter. Garn. Ein rotes Banner. Was? Ein rotes
Banner. Da brauchen wir mehr Stoff. Für Stoff brauchen wir Farbe. Und Wollknäuel.